So, Leute, wir wurden im letzten Part hier hart verarscht und kommen nicht weiter. Wir müssen in die Bibliothek, aber ich habe mich jetzt nicht schlau gemacht, wie es geht. Muss ich vielleicht doch bei dem Typ? Oder komme ich jetzt hier zum Propheten vielleicht rein oder so? Der Zutritt zur Gruppe ist beschränkt. Sie darf nur vom Propheten und den ältesten Anhängern getreten. Nach dem Schlüsselsuche ist es sinnlos. Die Tür kann. Das kann gelegentlich zu echten Problemen führen. Vor einem Tag zum Beispiel stand der Prophet, da ist mir egal. Okay, also hier ist nichts. Sagst du mir noch was irgendwie vielleicht? Ich bin hier, um den Anhänger beizutreten. Ja, das hatten wir ja schon. Wir sind im. Wie komme ich denn in diese Bibliothek rein? Da muss da irgendeiner sein, der mir einen Tipp gibt. Versuch bloß nicht, die Pyramide heraufzuklettern. Sie ist so schlüpfrig. Da, bla, 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 bla. Okay, ja, ja. Ha. 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 Oh, ich häng fest. Gute Frage. Echt gute Frage. Da muss es ja in Genua selber sein. Oder komme ich irgendwie hier weiter in die Mitte? Hallo? Ist hier unten vielleicht irgendwas? Oh, hier ist ein Sturmtal. Okay, hier waren wir ja noch gar nicht. Alter, die Mucke ist cool. Oh, wie ist die Mucke gestorben? Jener, der wie der Wind zu fliegen suchte, unbekannter Erfinder, anno 1943 bis 1012. Jener, der wie der Wind zu fliegen versuchte. Meinen die damit vielleicht die Gebrüder Wright oder sowas? Ne, einer. Icarus könnte es sein. Oh, hallo. Hey. Ich kenne euch. Lange nicht gesehen. Was macht ihr hier? Wir nennen diesen Ort Sturmtal, aber der Sturmwächter war schon seit einiger Ewigkeit nicht mehr hier. Ich gab jemanden, der versucht hat, den Sturm wieder zu entfachen, aber er ist dabei gestorben. Egal. Wie ihr wisst, tut das nicht zur Sache. Hä? Lasst mich rein! Auf dem Gipfel des Alpha findet ihr einen Tempel, der dem großen Zerstörer gewidmet ist. Außerdem gibt es in der Ecke so ein altes, verrostetes Dings da. Sieht aus wie eine Art Maschine mit Flügeln. Komisch, oder? Ich frag mich, wofür es gut war. Lass mich doch, das ist eine Flugmaschine, Mann! Auf dem Gipfel des Alpha dürfen Propheten zuerst bestehen. Oh, ihr seid also der neue Novize. Man hat mir... Ach so! Oh, jetzt habe ich geskippt. Verdammt! Man hat mir gesagt, ihr würdet kommen, um eure Ausbildung abzuschließen. Kuro, wir haben keine Zeit für solche Klettereien. Wir sollten in der Bibliothek von Genua nachforschen, anstelle damit wir einen alten Magliten finden. Ich will darin! Mann! Ich will diese Flugmaschine! Auf dem Gipfel des Alpha Propheten müsst ihr zuerst bestehen, dann besteht ihr der... Oh, ihr seid alle der... Ich hasse dich, Fina! Wir könnten hier voll cool rumklettern und Sachen finden. Nein! Oh. Dies ist eine Kiste... Ohne Autofokus. Wie komme ich denn? Och Mann, Fina, du bist... Hier ist aber auch nix. Ach. Wie komme ich in diese beklemmende Leere? Okay, hier ist das Sturmtal. Gut zu wissen. Ja, da muss es ja was hier sein. Weil da oben war nichts mehr. Da sind nur die Banditen und da rechts ist nur die alte Oma. Hä, Never give it. Kissen, never. Sagst du mir, wie man in die Bibliothek kommt? Gleich betretet ihr Genua, die großartige Hauptstadt des Handels. Sorgt dafür, dass ihr keine Dummheiten macht, denn sorgen wir dafür, dass ihr Sicherheit seid. Cool. Ich frag nochmal den Herrn Schlamassel. Der hat mir ja schon eben geholfen, da dachte ich mir, jetzt hilft er mir bestimmt nochmal. Seid gegrüßt, Bürger. Was kann ich für euch tun? Boot, Händler, Große, wer seid ihr? Rein gar nichts. Haben wir hier schon drin. Ja. Da dürfen wir nicht rein. Was mit dir? Kannst du mir weiterhelfen? Die Schüler trainieren bei der Pyramide des Propheten im Westen von ihr. In ihr Gestein ist ein riesiges Auge gemeißelt. Ihr könnt nicht verfehlen.
fragen wir hier nochmal die Frau. Ich will in die Bibliothek, kannst du mir helfen? Früher zur Zeit des Kaiserreichs es verloren hatten, heutzutage heim, nicht mehr hätte mir Kinder wachsen geschieht, warum ist mir egal. Du, bist du einer von der Forschergilde? Warum? Warum habe ich den Vertrag bloß unterschrieben? Diese Frage stelle ich mir Tag für Tag, immer und immer wieder. Meine Frau kann mir einfach nicht verzeihen, wenn man bedenkt, dass man mir immer eingeschärft hat, Nein zu Händlern zu sagen. Ist man verkaufen wohl nicht drauf, okay? Warte, lasst mich in Ruhe, ich will einfach nur in Frieden sterben. Ich habe echt alles versucht, ich habe hart gearbeitet und wäre um ein Haar Händler geworden. Und jetzt habe ich alles verloren. Das ist meine Schuld, ganz allein meine Schuld. Alles klar, also hier in diesem Dorf herrscht allgemein eine relativ hohe Selbstmordrate, habe ich das Gefühl. Ne, du kannst uns auch nicht helfen. Was? Ja, in der Taverne irgendeiner? Ach, komm schon. Meine Tochter spielt gerne mit ihren Freunden im Hof des Gasthauses. Ich kann mir nicht vorstellen, was sie dort draußen den ganzen Tag lang machen. Ach, aber vielleicht würdet ihr euch gerne kurz ausruhen? Nö. Im Hof? Ach, hier geht's doch noch in den Hof. Ey, das ist Annie. Ah, das sind die drei Mädchen. Oder das eine Mädchen und die drei Jungs, oder ich weiß nicht. Ribbon. Achtung, Mädels. Wir werden von einem unheimlichen Kerl angestarrt. Was? Ich starre hier überhaupt niemanden an, nur dass es klar ist. Das? Nein, das ist nichts. Ist leer. Ich will das haben. Hä? Wer seid ihr? Was macht ihr in unserem Hauptquartier? Ich bin auf der Durchreise, ich suche nach dem Schlüssel. Ich will euch helfen. Operation Megaklink? Ich suche nach dem Schlüssel. Dem Schlüssel? Welchen Schlüssel? Haltet ihr mich für einen Idioten oder sowas in der Art? Okay, probieren wir was anderes. Operation Megaklink. Ja, nicht übel. Ich glaube aber, dass uns etwas Besseres einfällt. Verdammt. Wer seid ihr? Was mache ich? Ich will euch helfen. Ich bin auf der Durchreise. Oh, okay. Dann geht nur weiter. Na, komm schon. Echt? Habt ihr das gehört, Mimi? Habt ihr das gehört, Mimi? Er will uns helfen. Aber wobei genau helfen? Bei der Operation. Gute Frage. Bei was helfen? Das wollte ich gerade fragen. Also, bei was genau wollt ihr uns helfen? Bücher stehlen, Spielzeug besorgen, ich brauche den Schlüssel. Die hatten das irgendwie aufgeteilt. Eine von beiden hat gesagt, sie will Bücher stehlen und die andere will Spielzeug klauen, ne? Ich brauche den Schlüssel. Sagt mal, wisst ihr was? Ich mag Leute, die direkt sind und wissen, was sie wollen. Also mal angenommen, ihr findet euren Schlüssel. Zum Beispiel in einem Tresor oder einer Truhe oder so. Und dann benutzt ihr ihn vielleicht, um in die Bibliothek zu gelangen. Und in der Bibliothek findet ihr, ach, was weiß ich, sagen wir mal, ein Buch. Würdet ihr es in diesem rein hypothetischen Fall zu uns bringen? Ja. Versprochen? Ja. Hand aufs Herz? Ja. Also würdet ihr bei eurem Leben schwören? Ja. Also ich glaube, wir werden uns großartig verstehen. Haltet euer Versprechen und ihr müsst euch um nichts Sorgen machen. Ihr seid drei kleine Kinder. Obwohl, wenn Annie Tibbers ruft, dann könnte das schon hart werden. Schlüssel zur Bibliothek. Nice. Aber Ribbon und... Also sie heißt ja auch nicht Annie, ne? Sie heißt Mimi. Mimi, Annie. Ja, gut. Nein, ich wollte mit deiner Kollegin reden. Und sie heißt Ribbon. Ey Leute, wenn euch diese Figuren irgendwie bekannt vorkommen, dann sagt mir bitte Bescheid, woher. Ich komme nicht drauf. Also wie gesagt, Mimi ist auf jeden Fall Annie aus League of Legends, aber die anderen zwei sagen mir gar nichts. Ach. Ach, Schlüssel zur Bibliothek. Yeah. Bücher, Bücher. Oh, Piranha-Pflanzen. Nicht, dass hier Leute drin sind. Warum haben wir die einfach geklopft? Der Dekan. Willkommen in der Bibliothek. Entschuldigung. Willkommen in der Bibliothek von Genua. Ihr seid also die neuen Studenten? Ja. Ich bin der Dekan der Bibliothek von Genua. Wir Forscher widmen unser Leben extrem wichtigen Angelegenheiten. Warum es juckt, wenn man von einer Mücke gestochen wird zum Beispiel? Ach, wir beschäftigen uns nicht mit der Suche nach einem Heilmittel oder ähnlichem Unsinn. Zu wissen, warum es juckt, ist eindeutig viel interessanter. Übrigens spreche ich auch über meine eigene Forschung, wenn die Zeit es zulässt. Ich bin ein Experte beim Untersuchen der antiken Zivilisation der Magi. Vor allem der Legenden der späten Antike, die sich mit ihren merkwürdigen Kräften befassen. Nur bevor ich euch mehr darüber erzählen kann, müsst ihr euer Studium beenden.
Es ist nur so, dass... Also, Professor, wir haben es ziemlich eilig und... Psch! Ruhe, Mann! Ach so, Ruhe, Mann! Ihr seid Studenten und in der Bibliothek werdet ihr euch der Autorität eures Professors unterwerfen. Kniet nieder, ihr Volk. Es sei denn, ihr wollt nichts lernen. Dann seid ihr raus! Bitte vergebt, Student Menos, Herr Dekan. Es wäre uns ein Vergnügen, eurem Unterricht beizuwohnen. Vor allem den Lektionen über die Magiliten. Stimmt's, Menos? Ja. Ja, aber ich ja klasse, Mann. Nun ja, da seid ihr so fest entschlossen seid, fangen wir an. Ihr braucht Leistungspunkte für 6 Kernfächer. Fächer, die sich mit verschiedenen Themen befassen. Unterhaltet euch dafür einfach in der Bibliothek mit einem Forscherkollegen. Ja, jeder von ihnen wird euch eine Aufgabe stellen, die euch Leistungspunkte für ein bestimmtes Fach einbringt. Ihr könnt euren eigenen Lehrplan wählen. Ihr seid nicht verpflichtet, alle zu erledigen. Aber vielleicht habe ich eine kleine Belohnung für euch, wenn ihr alle 8 abschließt. Habt ihr alles verstanden? Jo. Hervorragend, Mann. Dann viel Spaß beim Lernen. Kommt wieder, wenn ihr fertig seid. Und auf keinen Fall vorher. Ich hasse Unterbrechungen. Er erinnert mich an meinen alten Professor. Ich habe immer gern gelernt. Es macht Spaß. Menos, bitte helf mir. Er scheint viel über die Magie zu wissen. Er kann uns sicher viel über die Magiliten erzählen. Danke, Menos, für diese Zusammenfassung. So, wir werden auf jeden Fall alle 8 Fragen machen. Du da. Du, mit dir fangen wir an. Oh, hallo. Seid ihr zufällig der Ersatztechniker, den sie geschickt haben, um mir zu helfen? Nee. Tja, dann werde ich wohl noch etwas länger warten. Ja, dann sind wir der Ersatztechniker. Ja. Ihr habt euch ganz schön Zeit gelassen, stimmt's? Folgendes, wir müssen die alten Rohrleitungen der Stadt austauschen. Ich versuche verzweifelt, den besten Entwurf für das Zusammenführen aller Verbindungsstücke zu finden. Aber das ist eine echt harte Nuss. Los, nehmt diese Karte und macht euch an die Arbeit. Oh, volles Rohr. Verbindet die Punkte A und B durch ein Netzwerk von Rohren. Die Verbindungsstücke im Grün lassen sich nicht verschieben. Die Verbindungsstücke im Grün? Achso, oben die, meint er. Aber die alle müssen Teil des endgültigen Netzwerkes sein. Bewegt die Rohre, um ein einziges Netzwerk zu bauen. Alles klar. Was heißt bewegen nach... Ach so, so bewegen. Alles klar. Ach so, da kann man nur von hier rein. Dann wird das wohl so sein, dass ich das Ding nach hier tun muss. Und dann so. Vielleicht so, dann. Ah ne, das muss so bleiben. Dann so. So, so, dann noch. So. Verdammt. Ach ne, das ist ja so. Dann kann das noch. Nein! Nein! Easy, Junge! Easy, Popeasy, Lemon, Squeezy, Leute. Es ist auf jeden Fall Professor Layton, Alter. Ach, perfekt. Ich hatte befürchtet, es würde den ganzen Tag dauern. Danke, jetzt müsste ich die Pläne nur noch... Wann auch immer es sein mag. Ihr habt euch eure Leistungspunkte im Bauwesen wahrhaft verdient. Nice. Bauwesen, so, schön. Wir haben schon mal das Schwierigste. Tut mir leid, keine Zeit zum Plaudern. Zu viel zu tun, es sei denn, ihr wollt mir helfen. Ja. Also, alle 500 Jahre treffen sich am Himmel 2 Kometen. Bücher zu dem Thema deuten darauf hin, dass dieses Ereignis heute das nächste Mal eintreten wird. Ich möchte es auf gar keinen Fall verpassen, nur leider kann ich nicht herausfinden, wo genau am Himmel sie sichtbar sein werden. Boah. Hier werft einen Blick auf diese Karte. Oh, das ist auf jeden Fall Professor Layton, oder? Gibt es noch ein anderes Spiel, was ungefähr dasselbe Prinzip hat? Unter gutem Stern. Wenn die beiden Kometen eintreffen, überqueren sie die Karte immer diagonal. Okay. Sie schneiden bevor oder nachdem sie aufeinandertreffen. Keinen der Sterne. Okay, sie treffen... Moment. Nachdem sie sich getroffen haben, treffen sie keinen Stern mehr.
Das heißt, Moment, das heißt, sie könnten natürlich auch von... Kommen sie denn von oben, kommen sie von unten, kommen sie von links, von rechts? Warte. Ja, hier. Also wenn er jetzt von oben links sozusagen kommt, aus diesem Segment, dann stößt er hier auf keinen mehr drauf. Und wenn er von hier kommt, natürlich vorher, aber nachher nicht mehr. Also das hier. Hä? Nein, ich glaube nicht, dass das die richtige Antwort war. Hä? Okay, dann muss ich mir die Regeln nochmal angucken. Untergang. Wenn die beiden Kometen eintreffen, überqueren sie die Karte immer diagonal. Ja. Sie schneiden bevor oder nachdem sie aufeinandertreffen, keinen der Sterne. Ach, bevor oder nach... Hä? Okay. Hä, aber eine Oder-Verknüpfung heißt ja, sie treffen entweder davor auf keinen oder danach auf keinen. Also, der einzige Diagonale, wo hier kein Stern trifft, die gibt gar nicht. Hä? Okay, wo ist einer der Diagonales, wo kein Stern getroffen wird? Die Reihe hier. So, und wenn er von oben kommt, dann... Ne, da trifft er einen. Also die Reihe kann es auch nicht sein, weil alle... Doch, die hier. Da trifft er aus dieser Reihe keinen und verlässt nach hier. Und er trifft von da hier. Ha! Aber natürlich, wie konnte ich das übersehen? Das heißt, die Verbindung ist nicht oder. Sie treffen vorher oder nachher keinen, sondern sie treffen vorher und nachher keinen mehr. Ne, also das ist eine Unverknüpfung, ihr Fluppen. Dafür bekommt ihr Leistungspunkte in Astronomie. Spinner, ey. Macht die Bedingungen ordentlich klar, dann besteht man die Prüfung auch. Mann, oh Mann. Seid gegrüßt, junger Mann. An die Miliz gebundene Forscher zu eurem Diensten. Apropos Dienst, wie wär's, wenn ihr mir ein erweist? Aber klar. Perfekt. Der Händlerrat hat mich mit der Einrichtung eines neuen Patrouillensystems für die Miliz betraut. Ich habe mich genauestens an seine Anweisungen gehalten, doch ich bin überzeugt, dass irgendwo ein Fehler steckt. Halt, ich werde euch alles zeigen. Okay. Patrouille. Nachdem sie Wachstube XXXX da verlässt, muss jede Patrouille einen der 7 Wachtürme erreichen. Die Patrouille kann einem beliebigen Weg folgen, muss aber am 6. Turm auf ihrem Weg anhalten. Außerdem kann sie nie zweimal den gleichen Weg nehmen. Wenn diese Bedingungen immer zutreffen, wird einer der Türme niemals eine Garnison haben. Welcher? Am 6. Turm? Okay, wir gehen... Moment, wenn ich links lang gehe, ne? A, B, C, D, E, F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sie hält an der 6. Garnison, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damit hätten wir die C belegt. Das Problem ist, ich kann es jetzt nicht vormachen, weil ich hier nicht... in das Bild reinkommen. Das heißt, ich muss jetzt wirklich für mich einfach gucken. Gehen wir einfach immer links lang. Erstmal alles ausmerzen, was links, also nach links startet und nach rechts geht. Also A, B, C, D, G, F, E. Ne, das wäre wieder F, ne? Man könnte natürlich auch einfach jetzt die ganze Zeit einfach alles anklicken und fragen, ne? 3, 4, 5, 6, also D kriege ich besetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, B krieg ich besetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, F krieg ich besetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, geht auch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, A krieg ich besetzt. G wird nicht besetzt. 1, 2, 3, 4, 5, weil C, B und A krieg ich besetzt. D krieg ich besetzt, E krieg ich besetzt, F, G. G. Nicht? What? Ihr scheint euch nicht so gut auszukennen. Hä? Okay. Ja, ist ja okay.
Nachdem sie Wachstube X verlässt, muss jede Patrouille einen der 7 Wachtürme erreichen. Die Patrouille kann einem beliebigen Weg folgen, muss aber am 6. Turm auf ihrem Weg halten. Krieg A besetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wenn ich rechts rumgehe, dann ja. A kriege ich besetzt. 1, 2... 1, 2, 3, 4... Moment. 6. 4, 5, 6. B kriege ich besetzt. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5... Moment, was mit C? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kriege ich auch besetzt. Wie kriege ich denn G besetzt? Also F kriege ich besetzt. Was mit E? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3... Moment. 1, 2, 3, 4... Dann kann es ja nur noch E sein. Weil F kriege ich besetzt, D, C, B, A auf jeden Fall und G habe ich schon ausgeschlossen. Dann muss es E sein. Ah, okay. Ach ja, natürlich. Jetzt stehe mir, steh ich in eurer Schuld. Also gut, ich mache mich auf, um meinen Bericht über den Rat zu entwerfen. In diesem Leistungspunkt für Militäreinsätze habt ihr euch redlich verdient. Ja. Dann gehen wir jetzt mal nach... Dich hebe ich mir mal auf, weil ich nicht weiß, ob du schon einer bist, der abgeben möchte. 1, 2, 3, 4, okay, und dann der vorne im Eingangsportal noch. So, Leute, wir haben aber die 20 Minuten voll. Ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder hier bei Evoland 2 und machen noch ein paar Rätsel im Dr. Layton-Style. Haut rein und tschüss. Professor Layton natürlich.